Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ja, freue mich sehr über das Thema referieren zu dürfen. Das ist ein Thema, das mich schon relativ lange begleitet. Es ist eigentlich üblicherweise so, dass wenn Sie zu einem solchen Thema einen Vortrag besuchen, Sie eins von zwei Szenarien haben werden. Entweder werden Sie einen Vortrag hören über das Bild der Frau im Islam, der Ihnen nahezulegen versucht, wie schrecklich es muslimischen Frauen geht und wie schrecklich die muslimische Frau angesehen ist. Und das andere Szenario, das Sie sehen werden oder das Ihnen häufiger begegnet, vor allen Dingen, wenn ein Muslim referiert, ist eine Person, die verzweifelt versucht, Ihnen dieses Bild sozusagen wieder auszutreiben und Ihnen versucht darzulegen, dass das doch gar nicht stimme und versucht das mit allerhand Koranzitaten meinetwegen oder mit Belegen aus der gelebten Realität muslimischer Frauen nahezubringen. Ich möchte heute aber einen Schritt zurückgehen. Ich habe nach einer gewissen Zeit, habe sehr oft selber Vorträge gehört über die Frau im Islam, sowohl in Moscheen als auch in öffentlichen Vorträgen, wie das hier zum Beispiel der Fall ist. Und habe mir irgendwann gedacht, habe auch selber Vorträge gehalten, habe irgendwie gedacht, das ist falsch. Man muss sich erst irgendwie erstmal ein paar andere Fragen stellen. Und diese Fragen, die ich mir gestellt habe, möchte ich mit Ihnen heute im Prinzip durchgehen. Und zwar möchte ich einen Schritt zurückgehen und fragen, warum wir uns oft die muslimische Frau als solche nur mit den Beschreibungen Unterdrückung, Opfer, vielleicht sogar Feindin vorstellen können, warum wir diese Assoziation so schnell haben und warum wir diese Assoziation sogar oft sehr unfreiwillig haben. Also die kommen uns einfach so in den Kopf. Jetzt möchte ich mich fragen, woher kommt das? Ich möchte weiterhin schauen, warum wir überhaupt nach der Frau im Islam fragen. Warum fragen wir nicht nach dem Mann im Islam oder nicht in der gleichen Frequenz nach der Frau im Christentum oder der Frau im Buddhismus oder der Frau im Atheismus vielleicht? Also es sind alles Dinge, die wir ja nicht tun und die sozusagen eine bestimmte Diskussion oder eine bestimmte Vorstellungsweise einrahmen. Wie mache ich das? Wie gehe ich dieser Frage oder versuche ich dieser Frage auf den Grund zu gehen? Ich stelle drei weitere Fragen. Und zwar möchte ich in meinem Vortrag ja folgende Fragen stellen und versuchen, ansatzweise zu beantworten. Ich möchte einen Blick in die Geschichte wagen und mich informieren oder mich herausfinden, woraus sich unser Bild über muslimische Frauen überhaupt informiert. Es gibt zahlreiche Literaturgenres, Literaturformen vor unserer Gegenwart, die schon über die muslimische Frau oder die Frau im Islam gesprochen haben. Ich möchte mir das angucken. Dann wage ich einen Blick in die Gegenwart, unsere Zeitungen und Bestseller und schaue mir an, welches Bild ja, deutsche Medien über muslimische Frauen transportieren. Und dann möchte ich gucken, wie repräsentieren muslimische Frauen sich eigentlich selber heute in der Bundesrepublik. Es ist so, dass das Bild, das wir uns von muslimischen Frauen machen, durch sehr viele Diskurse, durch sehr viele Diskussionen gespeist wird. Es wird visuell gespeist durch Filme, die wir konsumieren, durch Literatur, die wir konsumieren, durch Romane, die wir lesen, durch Artikel, die wir lesen. Und das ist nicht erst seit gestern der Fall, sondern diese Art der Literatur gibt es schon seit längerem. Deswegen gucke ich mir an, wie es in der Vergangenheit oder wann es überhaupt anfing, dass die Frau im Islam ein Thema wurde. Es ist so, dass irgendwann, also mit Aufkommen des Islams, ab dem 7. Jahrhundert, der Islam an sich ein Thema in christlich geprägten Gesellschaften und oder westlichen, in der westlichen Gesellschaft wurde. In der westlichen Gesellschaft einfach ein bisschen später als in Europa. Da geht das so ab dem 10. Jahrhundert los, dass der Islam oder die Muslime ein Thema wurden. Warum ist das so? Es liegt eigentlich auf der Hand. Der Islam ist eine neue Religion, eine Religion, die sich sehr erfolgreich verbreitete und somit schon rein auf der theologischen Ebene Fragen hervorrief, warum es so nach dem Christentum noch eine weitere Religion geben konnte, die mit bestimmten Inhalten zum Widerspruch verschiedener Auslegungen des Christentums stand. Und dann gab es ganz klar eine Auseinandersetzung. Wir finden oft, wenn wir jetzt gucken wollen, was haben denn die im 10. Jahrhundert über die Muslime geschrieben, dann finden wir selten das Wort Muslime oder der Islam, sondern wir finden die Religion der Sarazenen, dass die eine Rolle spielt. Also das heißt, man schaut sich dann an, wie ist der Sarazene im spanischen Roman zum Beispiel beschrieben worden im Mittelalter und kann darüber hinaus dann Rückschlüsse daraus ziehen, ja, wie über den Islam oder die Muslime gedacht wurde. Und Frauen nehmen auch schon von ganz von Anfang an eine prominente Rolle in diesem Sprechen über den Islam ein. Ganz andere Rolle als das, wie wir heute über den Islam und Frauen im Islam sprechen. Mir ist ganz wichtig, das werde ich nachher auch nochmal herausstellen, dass dieses Sprechen über den Islam oder das Sprechen über die muslimische Frau von Anfang an
eine eigenständige Funktion erfüllt hat, die nicht mit der tatsächlichen muslimischen Frau, die es ja so nicht gibt, weil Frauen unterschiedlich sind und Gesellschaften unterschiedlich sind, aber dass diese Rede über die muslimische Frau immer eine bestimmte Funktion für die Sprecher erfüllte. Das versuche ich halt eben rauszustellen. Und ganz oft ist es so, dass wir finden, dass über das Sprechen über die muslimische Frau sozusagen reflektiert wird über das eigene Geschlechterrollenbild. Ich werde das an einigen Beispielen klar machen. Zunächst ist das Sprechen über den Islam passiert aus einer Position der Ebenbürtigkeit oder der Unterlegenheit. Also wir müssen uns vorstellen, im 10. Jahrhundert breitet sich das Islamische Reich aus, erobert Zivilisationen und stellt auch eine eigenständige arabischsprachige Zivilisation dar. Das heißt, man spricht hier sozusagen auf einer ebenbürtigen Ebene zwischen diesen beiden Sphären der christlichen Reiche und der aufkommenden muslimischen Reiche und befindet sich sozusagen teilweise auf dem Rückzug. Das heißt, es ist eine ganz andere Position, als wir heute einnehmen, wenn wir über den Islam sprechen. Das heißt, wenn man über den Islam im 10. Jahrhundert spricht, dann spricht man von einer Religion, die die Deutungsmacht über sich selber hat und auch auslebt, territorial. Die muslimische Frau erscheint deswegen auch in Romanen aus dieser Zeit, in den aufkommenden Romanen in dieser Zeit, als eine aggressive Frau, als dominant und wohlhabend und stellt hier einen ganz starken Gegensatz zur eigenen Vorstellung von dem dar, was eine gute Frau oder eine ehrbare, gute christliche Frau ausmacht. Was man auch findet, ist ein bestimmter Topos, ist die muslimische Frau, die konvertiert zum Christentum. Und das dann sozusagen als Beweis dafür gilt, dass das Christentum moralisch sozusagen überlegen ist. Das ist so ein Topos, den können wir uns vielleicht merken für später. Das ist sozusagen eine Funktion, die man so einer bestimmten Figur, der Figur der muslimischen Frau in der Literatur dann teilweise bis in die heutige Literatur zuschreibt. Ein Zeitalter, das für uns heute besonders prägsam gewesen ist das Zeitalter des Kolonialismus. In dem kommt im Prinzip das Bild der muslimischen Frau erfährt sozusagen eine neue Aufwertung, das uns bis heute prägt. Und zwar findet man hier in diesem Zeitalter ein erhöhtes Interesse an der muslimischen Frau als solcher. Wo findet man das? Man findet das repräsentiert, dieses Bild der muslimischen Frau, teilweise in Reiseberichten, die Literaten, Maler und dergleichen verfasst haben, aber auch Malerinnen und Literatinnen und Frauen aus dem höheren Bürgertum in Europa, die halt durch Arabien oder den Mittleren Osten sozusagen gereist sind und von ihren Erfahrungen berichtet haben oder das auch in Romanform dann verfasst haben. Ein ganz besonders bekanntes Genre, aus dem ich Ihnen gleich ein paar Zeichnungen zeigen werde, ist der Orientalismus. Damit ist nicht die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Islam gemeint oder mit dem Orient gemeint, sondern eine bestimmte Kunstform, die Haremsdame, die sagenumwobene erotische Haremsdame sozusagen hervorgebracht hat. Und hier erkennt man schon, dass sozusagen einen anderen Blickwinkel, eine andere Position derjenigen gibt, die die muslimische Frau porträtieren, sei es auf literarische Art und Weise, sei es auf malerische Art und Weise, nämlich das von dem Beobachter zu dem beobachteten Objekt. Also man hat hier schon ein anderes Herrschaftsverhältnis, was sozusagen stattfindet. Man muss sich überlegen, am Ende des 19. Jahrhunderts gab es in den einzelnen arabischsprachigen und islamischen, wenn man das so nennen kann, islamischen Ländern und Nationen Versuche und auch erfolgreiche Versuche, diese Länder zu kolonialisieren, also wie das von Europa halt eben ausging. Und gerade der heute französischsprachige Teil Nordafrikas oder im Osten dann eben die Briten haben einen ganz großen Einfluss gehabt auf die Länder dort. Das heißt, man erschloss sich diese Region sozusagen. Und ein Teil dieses Erschließens ist eben nicht nur ein politisches Herangehen, diese Region zu erschließen, sondern man hat sich diese Region auch literarisch und künstlerisch erschlossen. Durch diese künstlerische Beschäftigung damit hat man eben sozusagen ja die Nähe gesucht und oder das Verständnis gesucht irgendwie dieser Region und dieser Kultur auch. Und wir finden ein paar Dinge, die ganz erstaunlich sind, die sich dann bis heute fortsetzen. Also zunächst einmal habe ich hier ein paar Beispiele mitgebracht und zwar ein ganz bekanntes Bild, das man hier jetzt auf der linken Seite findet. Das ist irgendwie der Tanz der Almeh. Das ist ein Tanz einer Haremssklavin, wie er von einem sehr bekannten orientalistischen Maler imaginiert wurde.
und der aber sehr fest in unseren Köpfen sitzt und das wir ganz oft mit dem Harem in Verbindung bringen. Also dieses Bild von, das ist der Harem, ein verschlossener Ort der grenzenlosen Lustbefriedigung und der Könige, sagenumwobenen Könige aus Tausend und einer Nacht gewesen ist, ist sozusagen ein Produkt eben dieser orientalistischen Beschäftigung mit dem Harem. Die Realität sah relativ anders aus. Also ich habe mal einfach so ein Foto aus einem Harem mitgebracht, da sehen Sie so ein paar sehr züchtig gekleidete Frauen. Und wenn man sich wissenschaftliche Literatur anschaut und sich anschaut, wie so ein Harem, also gerade diese großen Harems in der osmanischen Herrscherschicht aufgebaut war, sieht man, dass es im Prinzip ja eine Elite-Produktionsstätte gewesen ist, in der bestimmte Strukturen galten, bestimmte Hierarchien auch galten, in der es bestimmte Curricula gab und man im Prinzip das Personal für den höheren Dienst am Hof ausbildete. Das soll jetzt sozusagen den Harem nicht als etwas Wunderschönes darstellen, es ist nur etwas komplett anderes als das, was sich orientalistische Maler sozusagen in ihren erotischen Fantasien ausgemalt haben. Ich habe auch so ein paar ganz nette Zitate mal mitgebracht. Und zwar gab es einen gewissen Gentleman namens John Ormsby, das war ein britischer Übersetzer und Literat. Und er beschrieb so seine Reisen oder auf seinen Reisen durch Algerien und Tunesien sehr deutlich seine Enttäuschung. Er hatte sozusagen am Anfang, also hat sich dort aufgemacht und hat natürlich diese ganze Beschreibung über den Orient und den Harem und diese sagenumwobenen, wunderschönen Wesen, die da in diesen Harems auch lebten, mitgemacht. Und er hatte halt ein Erlebnis, hat er dann mit aufgeschrieben in seinen Tagebüchern. Und zwar beschreibt er eine Begegnung mit einer algerischen Dame so folgendermaßen: Hätte ich sie als jung und lieblich beschreiben können, entkommen aus dem Harem eines grausamen alten Mauren, mit großen, tränenden Augen die Sympathien des Christen beschwörend. Was für eine wertvolle Begebenheit wäre dies gewesen! Und wie gut hätte sich Fatma, das Opfer, auf dem Titel dieser Seite gemacht! Aber die Realität zwingt mich zuzugeben, dass nichts an dieser Dame oder ihrer Erscheinung eine solch angenehme Fantasie zugelassen hätte. Ormsby ist jetzt nicht der Einzige, es sind auch nicht nur Männer, die solche Begegnungen hatten oder die mit einer sehr großen Neugierde nun in diese neue Welt kamen und dann auch mal sehen wollten, wie diese Frauen denn nun aussehen, diese sagenumwobenen. Es sind auch Frauen auf Reisen gewesen. Eine gewisse Madame Jean Pomerol, das ist eine französische Dame, auf Reisen in der Sahara-Region, die diese Erlebnisse, die sie dort mitgemacht hat, auch niedergeschrieben hat. Das ist übrigens, sind so die Vorläufer der sogenannten Schleierliteratur. Das finden Sie heute auch noch. Das ist so ein Begriff aus der Islamwissenschaft für so ein bestimmtes Genre, das sich vor allen Dingen mit ja, der muslimischen Frau hinter dem Schleier befasst. Und diese gerade weibliche westliche Autorin haben sehr gern solche Berichte geschrieben, weil das als besonders mutig galt. Jetzt als Frau ist sie auch besonders mutig, durch die Sahara zu reisen. Und das gerade vor diesem Hintergrund der wilden Berber, von denen man entführt werden konnte. Und auch vor dieser Schablone der unterdrückten und verschlossenen Frauen in ihren Harems erschien das halt als etwas Besonderes, solche Reisen zu unternehmen. Gut, diese Frau Jean Pomerol war halt unterwegs und berichtet oder bringt halt ihr bestimmte Form von Denken auch sehr gut zum Ausdruck. Und zwar beschreibt sie, dass sie gelegentlich Frauen in kleinen Gassen auflauerte und eine von denen auch verfolgte und ihr ein Kompliment machte und daraufhin versuchte, sehr sanft natürlich, den Schleier zu entziehen. Also die Frauen in Algerien, es gibt eine bestimmte traditionelle Art, sich zu kleiden, und zwar heißt das Haik. Das ist ein ganz großes Tuch im Prinzip, was man mit einer Hand festhält, wodurch man nur mit einem Auge durchschauen kann. Das hat sie halt versucht zu entreißen. Dafür erhielt sie einen Schlag von der Frau. Also sie fühlte sich belästigt. Die Frau rannte davon. Aber Frau Pomerol beschreibt, dass sie das nicht abhielt davon, weitere Pläne zu schmieden, um dieses Ziel zu erreichen, endlich mal so eine Frau mal zu gucken, wie die aussieht. Also sie waren sehr neugierig, sozusagen, das zu sehen. Und es war eine gewisse Frustration, die sich einstellte, die wir, glaube ich, heute auch sehr gut nachvollziehen können, gesehen werden zu können, aber selber nicht sehen zu können. Also dieses Gefühl der, ich komme jetzt dahin und ich habe einen Anspruch sozusagen darauf, diese Leute zu sehen, aber es ist genau umgekehrt. Die haben sozusagen die Macht zu schauen, gucken durch ihr kleines Löchlein, aber ich nicht. Es hat sozusagen, ja, ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht, in dem man das ganz gut sieht, wie die Realität so aussieht. Also das ist eine Malerei vom Ende des 19. Jahrhunderts, auch Algerierin im Harem. Das ist so das, was man sich so vorgestellt hat. Und auf der anderen Seite sieht man Frauen, also wie sie halt dann tatsächlich im ausgehenden Osmanischen Reich in Ägypten und dergleichen auf die Straße gegangen sind. Kommt auch nochmal als Teil sozusagen der antikolonialen Bewegung. Das sind Frauen oder das sind Bilder, die wir nicht sofort assoziieren mit Frauen aus der muslimischen Welt und schon gar nicht Ende des 19. Jahrhunderts.
noch ein ganz schönes Beispiel mitgebracht, was für eine Form, was sozusagen für eine Funktion das Reden über die notwendige Befreiung der muslimischen Frau auch erfüllen kann. Auf dem Bild sehen wir hier einen gewissen Lord Cromer. Das ist ein britischer, ja, Staatsbeamter gewesen und der ist Statthalter gewesen im britisch beherrschten Ägypten Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich habe Ihnen hier so ein Zitat mitgebracht, und zwar sagt er, ein Buch, das er geschrieben hat über die Befreiung Ägyptens und über die Beherrschung Ägyptens. Er macht das ganz stark fest an dem Status der muslimischen Frau, wie diese Befreiung vonstatten zu gehen hat. Und zwar sagt er, die Stellung der Frau in Ägypten, in mohammedanischen Ländern allgemein, ist daher ein tödliches Hindernis für die Verwirklichung dieser Erhebung des Denkens und des Charakters, die die Einführung der westlichen Zivilisation begleiten sollte. Hört sich total schön an. Also er möchte, also das hört man, er nimmt jetzt, er möchte den Status der muslimischen Frau erhöhen. Der gleiche Lord Cromer ist in seiner Heimat Gründer und auch Präsident der Gesellschaft zur Verhinderung des Suffragettenbewegung gewesen. Also im Prinzip, also er war sozusagen gegen die Einführung des Wahlrechts für Frauen. Ja, also da sehen wir sozusagen diese Paradoxie. Das ist auch sehr gut herausgearbeitet worden von Yasemin Schumann, die ich hier mal kurz zitieren möchte, dass es sich hierbei nicht nur um eine fragwürdige Indienstnahme feministischer Anliegen zur Unterjochung anderer handelte, sondern dass diese Anleihen beim Feminismus oftmals nur vorgeschoben waren und mit einer gleichzeitigen, dezidiert frauenfeindlichen Haltung einhergehen konnten, belegt Ahmad, also Leila Ahmad, ist eine ganz bekannte, ja, soziologische Forscherin im Bereich Geschlecht und Islam. Belegt Ahmad am Beispiel des britischen Kolonialbeamten Lord, der von 1883 bis 1907 Generalkonsul von Ägypten war. Während er in Ägypten die Zwangsentschleierung muslimischer Frauen propagierte, war Cromer nach seiner Rückkehr nach England Gründungsmitglied und Präsident der Men's League for Opposing Women's Suffrage, Men's League, also jetzt nicht vielleicht noch geteilt mit Frauen, die in Großbritannien gegen die Einführung des Frauenwahlrechts ankämpfte. Und das ist sozusagen auch so eine bestimmte Doppelmoral, die wir heute immer noch vorfinden. So gibt es eine Studie der Sozialforscher Andreas Zick und Beate Küpper, die im Rahmen einer Umfrage herausfanden, die sie 2008 in 8 EU-Mitgliedstaaten durchführten, dass in Deutschland 76,1% der Befragten der These zustimmten, die muslimischen Ansichten über Frauen widersprechen unseren Werten. Aus demselben Sample, also die gleichen Menschen, die befragt wurden, der Befragten waren jedoch 52,7% gleichzeitig der Meinung, Frauen sollten ihre Rolle als Ehefrau und Mutter ernster nehmen. Das heißt, wir meinen oft was ganz anderes mit unserer Empörung über muslimische Verhältnisse oder dem, was wir uns vorstellen, was eine muslimische Moral zu Geschlecht wäre. Deswegen verwundert es auch nicht besonders, also wegen dieser Einstellung, dass wir über Frauen wie Nabawiya Musa oder Malek Hifmi Nasif fast gar nichts wissen. Das sind zwei ägyptische Frauen, die ich hier einfach nur als Beispiel einer Bewegung nennen würde. Die Nabawiya Musa hat von 1886 bis 1951 gelebt. Ungefähr, also ein bisschen früher verstorben ist Malek Hifmi Nasif, gleiches Geburtsjahr, die sich einerseits sehr im Bildungsbereich einsetzten für die Partizipation ägyptischer Frauen am Bildungswesen, weil sie davon zu einem großen Teil ausgeschlossen waren, auch gerade Frauen in den höheren Schichten, also nicht nur in den niederen Schichten, sondern eben auch in den höheren Schichten. Und sehr aktiv gleichzeitig auch waren im nationalen Befreiungskampf. Also hier sieht man, dass solche Frauen eben gerade nicht gemeint waren mit sozusagen diesem Befreiungsauftrag der Europäer in muslimischen Ländern. Im Gegenteil, die wurden sogar ja, totgeschwiegen oder teilweise bekämpft. Immer im Fokus in diesem Sprechen über die muslimische Frau ist der Schleier der Frau. Es gibt eine lange Tradition in kolonialisierten Ländern, Frauen zur Not auch zwangs zu entschleiern. Frantz Fanon, ein algerischer Theoretiker, berichtet von einem europäischen Rechtsanwalt, der Algerien besuchte und der aufgrund seines Berufes Zugang zu Privathäusern hatte und deswegen auch Frauen sehen konnte, wie sie nicht verschleiert waren. Und ja, in dieser Argumentation sehen wir, wie sexualisiert oder erotisiert auch teilweise diese Rede über die Befreiung vom Schleier ist. Dieser Rechtsanwalt, von dem Frantz Fanon berichtet, sagte, dass algerische Männer, jetzt zitiere ich diesen Mann, Schuld daran hätten, so viele exotische Schönheiten zu verbergen. Es war seine Schlussfolgerung, dass ein Volk, das über einen solchen Schatz an natürlicher Perfektion verfüge, es sich selbst schuldig sei, diese zu zeigen und auszustellen. Im schlimmsten Fall müsse die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, sie dazu zu zwingen.
sich sozusagen zu entkleiden. Und wir sehen hier so eine Werbung, also eine französischsprachige Werbung, die sich an die algerische Frau richtet. Du bist doch schön, also nimm den Schleier ab. Das heißt, nimm den Schleier nicht ab, weil er dich befreit oder weil er dich hindert, einem Beruf nachzugehen oder all diese Dinge, die wir heute vielleicht damit verbinden, sondern zieh ihn dir ab, damit wir dich angucken können. Und auf der rechten Seite ist so ein Bild einer öffentlichen Entschleierung einer algerischen Frau. Also man sieht dort französische Frauen drumherum, die klatschen und diesen Schleier abnehmen. Und das ist etwas, was teilweise öffentlich gemacht wurde. Und man kann sich dann, wenn man sich die algerische Geschichte anschaut, im Laufe der Zeit auch nicht mehr wirklich darüber wundern, wenn der Schleier oder dieses Anlegen des Haik irgendwann eben keine religiöse oder traditionelle Begründung mehr erfahren hat, sondern aus politischen Motiven, als Wiederaneignung eines antikolonialen, widerständischen Kleidungsstück aufgewertet wurde. Also das aufgrund dieses Hintergrunds der Zwangsentschleierung kann man das sehr gut verstehen, dass sozusagen dieses Kleidungsstück dann eben von Widerständlerinnen sehr, sehr positiv aufgewertet wurde und also sehr, sehr politisch vor allen Dingen aufgewertet wurde als Zeichen des Widerstands gegen den Kolonisator. Und das ist auch so ein Hinweis darauf, dass diese Rede, wir denken immer, die einen reden von der Frau im Islam, sozusagen auf der einen Seite, und diese Diskussion, die zum Beispiel Muslime dann unter sich haben, auf die ich noch zurückkommen möchte, über was die Frau im Islam eigentlich zu sein hätte und zu tun hatte, dass sie völlig voneinander getrennt sind und nichts miteinander zu tun haben. Aber die sind verheiratet miteinander, die funktionieren nicht untereinander. Also all diese Aufwertungen, zum Beispiel des Kopftuchs oder des Schleiers als Symbol für Freiheit, was sozusagen im Prinzip eine Antwort, eine muslimische Antwort ist auf die Zwangsentschleierung, all das können wir nicht untereinander verstehen. Und jetzt schaue ich mir die Gegenwart an. Wie reden wir heute über die muslimische Frau? Es ist immer noch, also wir haben gesehen, dass die muslimische Frau in bestimmten Literaturgattungen als eine Folie benutzt wird, um im Prinzip eigene Fantasien oder Vorstellungen über das eigene moralisch vielleicht überlegene Selbstbild zu illustrieren. Und wir machen das heute im Prinzip mit ähnlichen Techniken und Methoden, wie wir das ja vor 100 Jahren gemacht haben. Und es ist halt immer nur so, dass wir jetzt nicht mehr nach Algerien reisen müssen, sondern wir haben die Leute vor der Haustür. Ich bringe mal so ein Beispiel mit aus den 90er Jahren. Ich habe vor allen Dingen Sachen aus den 90er Jahren jetzt mitgebracht, nicht weil es in den 2015er Jahren oder 2010er Jahren da nichts zu gibt, sondern um zu zeigen, dass das ein Kontinuum hat. Also ich kann Ihnen ganz viele Beispiele zeigen aus der heutigen Zeit. Eins habe ich, glaube ich, auch dabei. Aber ich habe mir mal angeschaut, was in den 90er Jahren schon so lief. Und habe mal so ein Beispiel aus der Bravo mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es unter Ihnen ehemalige Bravo-Leser gibt, aber die Foto-Love-Story ist auch noch etwas, was ich sehr gut kenne aus meiner eigenen, ja, Kindheit und Jugend. Und da gibt es das ist von 1995, eine Foto-Love-Story, die über mehrere Ausgaben sozusagen lief, ich glaube fünf Folgen sind das gewesen, über eine Eileen, Schrei des Herzens. Und zwar geht es da um die 15-jährige Eileen, die aus dem Gefängnis ihres Elternhauses und vom Joch des Islams befreit werden muss. Und in dem mehrteiligen Fotoroman geht es eben um dieses 15-jährige Mädchen, das, Zitat, zwar in Deutschland aufwächst, aber dennoch streng nach den Regeln des Islam erzogen wird. Sie sehnt sich danach, wie alle anderen deutschen Mädchen aufzuwachsen, ohne ihre Gestalt verhüllen zu müssen, ohne ständig kontrolliert zu werden und mit ganz normalen Kontakten zu Jungs. Und man sieht auch, das wird symbolisiert, da ist hier so ein Bild von ihrer Familie, von sehr unmodisch gekleideten Frauen. Die eine ist hier auf der linken Seite, der Bruder liegt so schützend den Arm um ihre Schultern. Ja, also Eileen ist in diesem Fotoroman zunächst ein hässliches Entlein in langen Schlabberkleidern. Und als sie zum ersten Mal mit ihrem deutschen Freund allein ist, zerreißt sie auf der Bettkante sitzend außer sich vor Verzweiflung ihr Kopftuch, Symbol ihrer Unfreiheit, und wird daraufhin vom Vater verstoßen oder verprügelt und in die Türkei verschleppt, wo sie heiraten soll. In letzter Minute gelingt es Eileens Freund Tommy, der in die Türkei nachgereist ist, sie vor dieser Zwangsheirat zu retten und nach Deutschland zurückzubringen. Mit Hilfe verständnisvoller Polizisten und hilfsbereiter Sozialarbeiter befreit Eileen sich aus den Fesseln ihrer reaktionären und vor der brutalen Durchsetzung ihrer Normen nicht zurückschreckenden Familie. Das Happy End sieht so aus, dass die Eltern ihrer deutschen Schulfreundin Katja bereit sind, Eileen bei sich aufzunehmen. Hurra, ich bin endlich frei. Eileen, jetzt ganz normal in engen Jeans, T-Shirt und mit wallender Lockenmähne, und springt in die Luft und zärtlich. Das ist sozusagen der Endsatz, nimmt Tommy Eileen in seine Arme und gibt ihr einen innigen Kuss. Ende. Diese Geschichte ist analysiert worden von Irmgard Pinn, wie ich finde, sehr gut, weil sie analysiert, welche Emotionen so eine Geschichte auslösen kann. Zunächst einmal ist ja so, dass es bei vielen Leserinnen
so eine Geschichte durchaus Aufgeschlossenheit und Sympathie für ihre türkische Mitschülerin auch sozusagen erzeugen könnte. Und es ist ja auch nicht so, dass es solche Geschichten überhaupt nicht geben würde. Das Problem, was sich ergibt, ist, wenn man diese Geschichten aus so einer Perspektive und so kulturalisiert erklärt, ist Folgendes: dass die Sympathie und Aufgeschlossenheit allerdings nur für diejenigen gilt, die wie Eileen denken und sich auch so verhalten, also so sind oder sein möchten wie ihre deutschen Altersgenossinnen. Gegenüber den anderen werden die gängigen Stereotypisierungen der von den Eltern drangsalierten, unglücklichen Kopftuchtürkin voll bestätigt. Also die Frauen, die sich frei entscheiden, sozusagen eben eine andere Art von Leben zu führen und damit zufrieden sind, werden stigmatisiert. Und auch türkische Mädchen lesen ja Bravo. Eileen könnte für die Modernen unter ihnen, also die Modernen in Anführungszeichen unter ihnen, eine bestätigende und bestärkende Identifikationsfigur sein. Und den anderen wird eben drastisch vor Augen geführt, dass sie vom Leben nicht viel Gutes zu erwarten haben, wenn sie sich nicht ändern nach bestimmten Parametern und notfalls auch den Bruch mit ihrer Familie in Kauf nehmen. Dann habe ich noch so ein anderes Beispiel für ja, Geschichten, die uns prägen, sozusagen mitgebracht. Und das ist im Prinzip diese Fortsetzung der Schleierliteratur seit dem Roman von Betty Mahmoudi. Das ist Ihnen vielleicht nicht ohne meine Tochter, ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Ist in 40 Sprachen übersetzt worden, zig Auflagen. Das ist etwas, also das hat kein Ende, das findet immer wieder statt. Ich weiß nicht, wie viele pro Jahr rauskommen an Literatur zu diesem Thema. Das findet sich oft in der Gestalt einer Biografie, das sind autobiografische Erlebnisse. Da muss immer mit so einem Körnchen Salz sozusagen genießen. Also bei Betty Mahmoudi ist das mal von einem finnischen Dokumentarfilmer nochmal nachvollzogen worden, welche Angaben sozusagen in dem Buch eigentlich stimmen und welche nicht. Also sie ist nicht wirklich über die Grenze zu Fuß geflüchtet mit ihrer Tochter, sondern normal mit Swiss Air einfach nach Hause geflogen. Und dergleichen, also es ist sozusagen ein bisschen dramatisch aufgewertet worden. Nichtsdestotrotz, es sind oft autobiografische Erzählungen von, also hier sehen Sie jetzt viele, die gefangen in Deutschland oder Abaya, meine Kinder bekommst du nicht. Das sind tatsächliche Geschichten, die Frauen erlebt haben, die einen muslimischen Mann aus den Emiraten oder dem Iran oder Türkei ständig geheiratet haben und eben schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, mit Gewalt, mit Kontrollversuchen und halt eben auch dem Entzug von Kindern und die diese Erlebnisse eben biografisch in Romanform verpacken und die sich halt einfach sehr, sehr gut verkaufen. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist alles Lüge oder es stimmt nicht. Der Punkt ist, das gibt's. Man muss sich halt einfach nur fragen, warum sind die denn so beliebt? Warum werden die so gerne gelesen? Und welche Funktion erfüllt das? Dass das sozusagen ein Genre ist, das gerade Frauen in einem bestimmten Alter immer so sehr interessiert und immer wieder konsumiert wird. Also warum ist es möglich, 5, 6 von dieser Art von Büchern pro Jahr auf den Markt zu bringen und in großen Auflagen zu verkaufen? Also woher kommt dieses Interesse daran? Und da gibt es verschiedene Analysen dazu. Eine gängige ist sozusagen, dass es sozusagen so einen gewissen Wohlfühlfaktor gibt, wenn man das liest. Also man merkt, es gibt Frauen, denen geht es noch schlechter als einem selber. Das Ganze hat auch mal ein Happy End ganz oft. Also dann finden die dann doch nochmal einen guten deutschen Mann, den es ihnen dann wieder gut geht. Also ich meine, es ist ja auch so diese Zeit, in der man Familie gründet, ist ja auch eine schwierige Zeit manchmal. Man gerät viel in Krisenjahre. Das ist ja etwas, was in jeder Biografie vorkommt. Und wenn man dann sozusagen sieht, wie eine Frau sich aus noch viel, viel schwierigeren Verhältnissen befreit hat und wieder ein vernünftiges, lebenswertes Leben leben kann, ist das einfach etwas, was sozusagen sehr viel Sicherheit verschafft und was eine Hoffnung wieder schöpfen lässt. Also ich habe hier unten mal sozusagen die Vorschläge, die mir Amazon macht. Das sind 7 oder 8 Seiten an neuen Büchern diesem Genre, die Amazon mir macht, wenn ich also sozusagen ein Buch anklicke. Also dieses von Samia Sharif, das ist dann sozusagen nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist dann die muslimische Frau aus einer muslimischen Familie, aus einem muslimischen Land, die sozusagen all das hinter sich lässt, die ganze Unterdrückung und Schrecklichkeit, um dann eben endlich wie eine westliche Frau oder wie eine befreite Frau zu leben. Das ist sozusagen nochmal die Perspektive der, man nennt das in der Literatur, der Kronzeugin, also der Zeugin aus den eigenen Reihen, also die das wirklich bestätigen kann, dass dieses Bild sozusagen wahrhaftig ist. Ja, wie funktioniert sozusagen die Prägung eines solchen Bildes? Ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, das ist leider nur in Schwarz-Weiß, aber vielleicht kann man sehen. Man sieht hier, das ist so aus den, das ist auch von 1990 ein Bericht über das schreckliche Schicksal türkischer Frauen in Deutschland. Knüppel im Kreuz, Kind im Bauch, also Gebärmaschinen, die oft Gewalt erfahren. Also das wird in diesem Artikel teilweise versucht, auf einer sehr ja, rationalen Ebene die beide Seiten versucht sich anzuschauen. Aber man kann eben sehr viel an Eindrücken steuern, indem man eine bestimmte Überschrift und ein bestimmtes Bild
auf eine bestimmte Art und Weise betitelt. Und hier hat man halt ein Bild von Mädchen in der Koranschule. Darunter findet man dann die Beschreibung: Türkische Koranschülerin in München, ein stilles Martyrium im Verborgenen. Imre Pindi, diesen Artikel analysiert hat, sagt, ja, würde man so etwas finden über Konfirmandinnen. Also die Mädchen sitzen da ganz ruhig, keine weint, keine blutet, keine scheint irgendein körperliches Leiden zu haben. Die machen da einfach, lesen im Buch und sitzen da. Trotzdem erzeugt das bei uns so ein beklemmendes Gefühl. Wir sehen das einfach aus einer bestimmten Brille heraus. So, Imre Pindi fragt sich: Die Kinder hocken friedlich an ihren Pulten und studieren den Koran. In dem Artikel wird nichts Näheres über sie beschrieben. Wie fiele wohl die hiesige Reaktion aus, würde umgekehrt ein türkisches Blatt über das Leben deutscher europäischer Frauen berichten und ein illustrierendes Foto von Mädchen im Konfirmandenunterricht mit ein stilles Martyrium kommentieren. Dann gibt es ja auch positive Berichterstattung. Ich habe hier mal einen Bericht über Kübra Yücel, jetzt Kübra Gümüşay, auf die komme ich später nochmal zu sprechen, mitgebracht. Und zwar ist das ein Bericht über sie, also das ist eine junge Frau, die vor einigen Jahren angefangen hat, einen eigenen Blog zu schreiben, die sehr talentiert ist, also die sehr gut schreiben kann, auch verschiedene Volontariate bei der Zeit oder auch bei der Taz absolviert hat, also einfach sehr viel Talent hat und deswegen ein Faszinosum war eine Zeit lang in deutschen Medien. Das heißt, es gab den einen oder anderen Bericht über sie. Und der Journalist, der diesen Artikel über sie schreibt, schafft es dennoch, und das findet man ganz, ganz oft, wenn man sozusagen über positive, nicht unterdrückte, befreite Frauen im Islam schreibt und dann das anhand einer Person festmacht. Erstmal betitelt er das Ganze mit einer, also mit einer Insektenallegorie, die Gottesanbeterin. Also das sind so Sachen, mir fällt das nach einer gewissen Zeit halt auf. Das Ganze ist ein ganz positiv, also das ist nur voll des Lobes für Kübra Yücel. Es ist kein einziges, nichts Negatives, was er über sie schreibt. Aber er schreibt zum Beispiel: Sie wartet am Bahnsteig, man kann sie leicht erkennen. Da, wo der ICE am Hamburger Hauptbahnhof hält, stehen selten Frauen mit Hijab, dem islamischen Kopftuch. Klammer auf. Die reisen ja sonst mit dem Esel an, Klammer zu. Das sind so meine Assoziationen, die ich dazu habe. Warum? Ne, also was ist das für ein Assozi? Warum ist das irgendwie komisch, dass da eine Frau mit Kopftuch am ICE steht? Das sind so, also die war zumindest für ihn so wichtig, dass er das beschreiben musste. Sie füllt keine Hartz-IV-Anträge wie alle anderen muslimischen Frauen, Klammer zu, aus, sondern schreibt über Barack Obamas Wahlkampf. Also das ist sicherlich ein Artikel, der ist geschrieben worden, um einfach mal Stereotype runterzureißen. Macht das aber, indem er diese Stereotype immer wiederholt und sozusagen diese Frau, diese ganze Person, Kübra Yücel, nur durch diese Brille dieser Stereotype sieht und sozusagen sie nur anhand dieser Stereotype, ja, wie nennt man das, abhandelt. Also sagt, das Stereotyp erfüllt sie nicht, das Stereotyp erfüllt sie nicht. Aber sie ist ja noch viel mehr. Also das, was sie ausmacht, ist ja viel, viel mehr. Und das macht es nicht nur aus, weil sie eine muslimische Frau ist, sondern weil sie Kübra ist und nicht eben nur anhand dieser Schablone gesehen wird. So, das sind einfach nur so ein paar Beispiele. Und bevor ich zu meinem letzten Teil kommen möchte, ich hoffe, Sie haben noch Geduld, möchte ich einfach noch mal festhalten, dass wir im Erben eines Gesprächs über den Islam sind, uns das oft überhaupt nicht bewusst sind. Das sind Dinge, die haben wir mit dem Löffel aufgenommen. Mit wir meine ich wirklich wir. Das ist nicht trennbar. Es gibt nicht den Westen und den Islam. Also wir, auch als Muslime, die 2015 leben, haben diese Bilder im Kopf und wir reagieren auf die. Und diese Konstruktion dieses Bildes von der muslimischen Frau hat eben ein Eigenleben. Das hat nicht unbedingt immer etwas mit der Wirklichkeit, der gelebten Wirklichkeit von muslimischen Frauen zu tun. Es ist eben so, dass der koloniale Blick überhaupt erst diese Kategorie, die muslimische Frau, erschaffen hat. Das will ich ein bisschen ausführen. Es ist so, wenn man sich die islamische, arabischsprachige Literatur der letzten 14 Jahrhunderte anschaut, finden Sie bis vor 200 Jahren kein einziges Buch über die muslimische Frau. Das gibt es nicht. Wenn Sie sich die Literatur der letzten 200 Jahre angucken, haben Sie das Gefühl, es gibt fast kein Buch, was auskommt, ohne über die muslimische Frau, die ideale muslimische Frau zu schreiben. Und das ist etwas, was wirklich zum Nachdenken anregt. Und ich denke, das ist halt eine bestimmte Dynamik, die einfach entstanden ist durch diese doch sehr starke Veränderung muslimischer Gesellschaften, durch das Auftauchen der Europäer oder durch das Auftauchen des Westens, was ineinander übergegangen ist. Das heißt, um das sehr simplifizierend nachzumachen, es gibt einen Lord Cromer, der mit einem hegemonialen Anspruch, es gibt viele Lord Cromers in der muslimischen Welt, mit einem hegemonialen Anspruch kommt und sagt, ihr müsst eure Frauen befreien, das ist ein Zeichen, also euer Harem, eure Art, sich zu kleiden, dass wir keinen Zugang zu diesen Frauen haben, ist ein Zeichen für euren zivilisatorischen Niedergang, für eure Minderwertigkeit. Die Muslime haben das aufgenommen oder die Eliten haben das aufgenommen, haben entweder so reagiert wie, ja klar, stimmt,
wir ändern das sozusagen, damit wir als Elite weiterhin akzeptiert werden. Oder es gibt einen religiösen Diskurs, der sagt, Moment, das stimmt aber gar nicht, weil unsere Frauen sind doch genauso toll wie eure Frauen. Also du, Lord Cromer, du liebst dieses viktorianische Familienideal der monogamen Paarbeziehung und der Frau, die für das Häusliche zuständig ist und des Mannes, der für das Öffentliche zuständig ist. Das ist doch bei uns genauso. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem es eine bestimmte Literatur gibt, die beschreibt, wie fortschrittlich doch das muslimische Ehemodell ist, in dem die Frau zu Hause sitzt und keine Erwerbstätigkeit nachgeht und der Mann in die weite Welt hinauszieht und für den Unterhalt sorgt. Und da können wir eben sagen, das ist sozusagen der Beginn einer bestimmten Literaturform und auch eines bestimmten Geschlechterideals, das Muslime heute, weil sie eben dieses kulturelle Gedächtnis nicht haben, immer noch propagieren. Das heißt, wir haben so einen gewissen Anachronismus. Muslime werden ihnen in der Regel, wenn sie über die ideale muslimische Familie reden, das wissen die nicht, aber das ist so, die werden ihnen in der Regel ein viktorianisches Familienideal präsentieren. Und das werden sie ihnen als traditionell und als das original islamische Familienideal sozusagen auch präsentieren wollen. Weil es das ist, an das sie sich so sehr gewöhnt haben. In Wirklichkeit ist das aber eine Antwort, die sie auf bestimmte Umstände im 19. Jahrhundert vorfinden werden. Und deswegen ist Geschichte so wichtig, auch also die Geschichte zu kennen, zu erkennen, wie sich bestimmte Gespräche entwickelt haben, wie sich bestimmte Gesprächsthemen entwickelt haben, ist so wichtig. Auch eben für die innermuslimische Debatte. Das ist auch die Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Da möchte ich Ihnen abschließend dann, nachdem ich Ihnen ein bisschen was über muslimische Selbstrepräsentation erzählt habe, noch mal ein kleines Filmchen zeigen. Und zwar möchte ich mir jetzt in diesem letzten Teil angucken, wofür entscheiden sich eigentlich muslimische Frauen in Deutschland, wenn sie sich selber repräsentieren möchten? Welche Formen finden sie? Welche Themen interessieren sie? Da habe ich mir mal Organisationen angeguckt. Einmal gibt es zum Beispiel das Aktionsbündnis muslimischer Frauen. Das ist ja ein Bündnis, ein Netzwerk muslimischer Frauen, das größte Netzwerk muslimischer Frauen in Deutschland. Es sind mehr als 400 Mitglieder. Das sind Frauen, die in Verbänden vertreten sind, also in den großen muslimischen Dachverbänden wie der DITIB oder der IGMG oder der VJKZ. Aber es sind auch Frauen, die eben in diesen Vereinen nicht sind. Es ist ein ganz, ganz großes Spektrum, konfessionell auch, was sich dort findet. Die Frauen definieren sich im Prinzip darüber, dass sie sich als Muslimin definieren und gibt dann jetzt keine weitere Auswahlfunktion. Also, dass eine Frau sich als Muslimin definiert, reicht sozusagen, um in dieses Netzwerk aufgenommen zu werden. Die Ziele sind auch nicht primär religiöse Ziele, sondern die Ziele sind vor allen Dingen die Vernetzung muslimischer Frauen untereinander, die Vertretung von muslimischen Frauen, die Vertretung gesellschaftlicher Interessen von muslimischen Frauen. Dazu gehört zum Beispiel die Diskriminierungsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema des AMF. Und eben das Empowerment muslimischer Frauen untereinander. Etwas anderes, das Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen, BFMF in Köln, das es schon seit mehr als 15 Jahren gibt und die halt verschiedene Fortbildungsangebote für muslimische Frauen, Weiterbildungsangebote für muslimische Frauen anbieten und aus sozusagen diesem Bedürfnis entstanden sind. Aber wir sehen, muslimische Frauen wollen ganz oft über dem zweiten Bildungsweg bestimmte Abschlüsse nachmachen und es fällt ihnen schwer, aufgrund von verschiedenen Hürden, die sie sozusagen nehmen mussten, das sofort zu machen. Und das BFMF versucht halt genau diese Lücke sozusagen zu schließen und dieses Angebot speziell für muslimische Frauen, aber auch eben nicht nur muslimische Frauen, aber aus dieser Region halt eben anzubieten. Die Gründerin, die Amina Theissen, ist auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, das sie vor einiger Zeit verliehen bekommen hat. Ja, das sind sozusagen zwei Organisationen von muslimischen Frauen, die sich um Belange muslimischer Frauen kümmern und das selber in die Hand nehmen. Also jetzt eben nicht die Augen verschließen davor, also jetzt sagen, okay, wir sind gar nicht unterdrückt, deswegen gibt es das auch gar nicht sozusagen. Also wir wollen jetzt diesem Stereotypen nicht nur nicht entsprechen, sondern wir wollen es auch komplett ignorieren, eventuelle Realitäten, mit denen das zu tun hat, sondern die kümmern sich eben um ihr eigenes Schicksal. Dann gibt es noch so ein paar Einzelpersonen junger muslimischer Frauen, die ich einfach mal rausgesucht habe. Ein ganz schönes Beispiel ist halt die Zeichnerin, die diese Bilder hergestellt hat. Das ist die Sufeina Hamid, das ist eine Psychologin, die sich das Zeichnen selber beigebracht hat und die halt herausgefunden hat, dass sie ein bestimmtes Talent hat und sie dieses Talent nutzt, um sozusagen ihre Anliegen in der Diskussion über sie als Muslima,
als deutsche Muslima, das wird ja oft als Gegensatz wahrgenommen, oder sie hat irgendwann gemerkt, das wird als Gegensatz wahrgenommen. Sie versucht das durch ja, ihre Zeichnungen sozusagen aufzugreifen, aber auch religiöse Themen, die sie einfach beschäftigen und die damit sehr erfolgreich ist. Dann gibt es noch verschiedene Bloggerinnen, die ziemlich erfolgreich sind. Einmal ist das ein Fremdwörterbuch von der Kübra Yücel, jetzt Kübra Gümüşay, aus Hamburg, in dem sie verschiedene Kolumnen vorzeigt und mit dem sie im Prinzip ihren Einstieg in den Journalismus auch gefunden hat. Das andere ist sozusagen ein Blog auch von einer relativ bekannten muslimischen Bloggerin, Betül Ulusoy aus Berlin ist das, die eine Rechtsanwältin bzw. Juristin, die jetzt im Referendariat ist und die halt ganz viele verschiedene Themen aufgreift, die sie beschäftigen, ob das Gleichstellungsfragen sind oder halt auch so soziale Anliegen wie das Kümmern um Flüchtlinge und dergleichen, aber auch sich in bestimmten Aktionen wehrt, dagegen als muslimische Frau vereinnahmt zu werden von bestimmten feministischen Organisationen. Ich weiß nicht, ob Ihnen so eine bestimmte Organisation bekannt ist, die sich immer nackt aufzieht vor, Femin heißen die, vor bestimmten, um zu protestieren. Die ziehen jetzt nicht nur auf Muslime ab, also die, ich habe bei Merkel gab es auch mal so eine Aktion, aber die haben halt so bestimmte muslimische Einrichtungen auch auf dem Kieker und haben sich halt mal ausgezogen von der Berliner Moschee. Und die Betül Ulusoy und einige andere haben sich halt eben sozusagen dagegen gewehrt vor dieser Berliner Moschee mit so Plakaten, ich bin schon frei, nicht in meinem Namen. Also nach dem Motto, Patriarchat kritisieren ist schön und gut, aber das können wir auch schon selber, das müsst ihr nicht für uns machen und ihr sprecht auch nicht für uns. Das sind solche Anliegen, die muslimische Frauen dann auch vorbringen. Hier ist nochmal Essen von Goethe, das ist auch ein Blog einer jungen Muslima, die halt auch verschiedene Themen aufgreift und auch schon seit einigen Jahren dabei ist. Also es ist, ich habe mittlerweile gar nicht mehr den Überblick, wie viele junge muslimische Bloggerinnen es gibt, aber es gibt sehr, sehr viele, die ganz viele Themen halt eben aufgreifen und so sozusagen versuchen, ihre Sichtweise der Welt auf ihr Leben und auf ihre Identität als muslimische Frau eben veröffentlichen wollen, um ein authentisches Bild zu vermitteln. Und das ist eben ganz unterschiedlich. So, dann gibt es noch eine andere, ja, ein anderes Netzwerk oder eine andere Initiative. Das ist eine Initiative, die ein paar Kolleginnen mit mir zusammen gegründet haben. Also wir sind insgesamt 6 Frauen, die halt gemerkt haben, okay, irgendwas läuft schief an dieser innerislamischen Diskussion über muslimische Frauen. Und wir operieren vor allen Dingen im Internet, also wir machen schöne Filmchen und schreiben Texte über bestimmte Dinge, die uns auffallen. Und ich will Ihnen den einfach mal zeigen. Der dauert nur ein paar Minuten, das ist so ein kleiner Trailer über unsere Arbeit. Also, wir machen das anders. Okay. Ich erzähle Ihnen einfach diesen Trailer, der ist eigentlich ganz schön, aber dann muss man es nicht erzählen, aber das ist halt so ein 3 Minuten, in dem wir im Prinzip unser Themenspektrum versuchen zu erklären und warum wir uns eigentlich gegründet haben. Es gibt ganz oft dieses Unbehagen in innermuslimischen Diskussionen über das Thema Frau, Gleichberechtigung, also Feminismus ist sowieso so ein Unwort, wo alle gleich irgendwie Gänsehaut kriegen, über diese Dinge zu reden. Und das macht es unmöglich, bestimmte Themen anzuschneiden. Das liegt auch an eben diesem sehr dominanten Diskurs darüber, ihr unterdrückt doch eure Frauen und seid alles mehr oder weniger Monster und habt Frauen, die wir befreien müssen. Und es gibt eine bestimmte Abwehr gegenüber dieser Zuschreibung, die ich berechtigt finde. Also diese pauschale Zuschreibung ist ungerecht und habe ich ja auch schon sozusagen dargelegt, erfüllt bestimmte andere Funktionen, die eben nicht der Befreiung von muslimischen Frauen dienen. Aber diese Abwehr macht es auch oft ganz sehr unmöglich, bestimmte Missstände in muslimischen Gemeinschaften oder in bestimmten religiösen Diskursen überhaupt anzusprechen. Das betrifft so bestimmte Ideale, Frauenideale, die immer wieder herangeführt werden. Zum Beispiel werden Sie ganz oft finden, die Rolle der muslimischen Frau ist die Rolle der Mutter. Es gibt nichts anderes und alles andere, was Frauen mehr oder weniger sein wollen oder können, ist sozusagen dem untergeordnet, diesem Muttersein. Ja, es stimmt, also das Muttersein hat einen sehr hohen Stellenwert im Islam, aber es ist nun überhaupt nicht so und historisch auch nicht belegbar, dass Frauen nicht auch andere Rollen erfüllen können. Und das ist besonders absurd. Und da wird einem oft sozusagen dieser Vorwurf des Feminismus gemacht, wenn man dann sagt, ja, aber die erste Ehefrau des Propheten ist doch eine Geschäftsfrau gewesen und war sozusagen die Chefin des Propheten und er hat nie ein Problem mit dieser Rolle der Familienernährerin über eine lange Zeit. Sie war auch seine Beschützerin innerhalb der Gesellschaft, weil sie einen sehr viel höheren Rang hatte.
also sozialen Status hatte, dadurch, dass sie aus einer sehr guten Familie kam, wie der Prophet, aber eben sozusagen ein Familiennetzwerk, das sie auch noch schützte und der Prophet nie Probleme damit hatte, also das nie geäußert hat. Deswegen ist es besonders absurd, heutzutage davon zu sprechen, dass jede Frau, die sozusagen eigenen Verdienst anstreben will, gleich sozusagen als eine Zerstörerin eines islamischen Familienideals markiert wird. Also das sind so Diskussionen, die man ganz schnell untereinander führt. Ein anderes ist zum Beispiel, dass es ganz oft, also die Geschichte ist für Muslime eine sehr große Inspirationsquelle an Traditionen, an Gelehrsamkeit auch, die immer wieder herangezogen wird. Aber man erinnert sich vor allen Dingen an die männlichen Vertreter dieser Gelehrsamkeit. Man erinnert sich selten an Übermittlerinnen von Begebenheiten des Propheten. Dabei haben Frauen eine sehr, sehr große Rolle in diesem Genre gespielt. Also Frauen waren teilweise, waren große Gelehrtinnen, sind besucht worden von vielen tausenden anderen Gelehrten, um eben Überlieferungen über den Propheten hören zu können. Sie tauchen in den Biografiewerken noch auf, aber wir erinnern uns nicht an sie. Wir kennen diese Namen nicht aus den Unterrichten in den Moscheen. Das sind alles so Dinge, wo wir uns zu sechs gedacht haben, das muss man ändern. Man muss erstens mal diese Frauen in der Geschichte wieder bekannter machen und sagen, das ist genauso unsere Tradition. Das hat genauso ein Recht darauf, erinnert zu werden und ist nicht nur für uns als Frauen ein Vorbild, sondern eben auch für die Männer in unseren Gemeinschaften. Dann zum Beispiel gibt es eine ganze Diskussion darüber, ob Frauen überhaupt in die Moschee gehen dürfen oder nicht. Das wird immer so gerne runtergespielt und wird gesagt, ja, wir haben jetzt nicht so genug Platz gehabt, das Geld hat nicht gereicht noch für einen weiteren Raum und dergleichen, aber es steckt eine bestimmte Grundhaltung dahinter, nämlich Gottesdienst in Moscheen, das ist so ein Vorrecht von Männern. Also sie werden, das findet man nicht in jeder Moschee, es gibt ganz, ganz schöne Moscheen, die Bereiche für beide Geschlechter haben, die sehr, sehr schön hergemacht sind, aber gerade im Westen finden sie relativ häufig zwar ein Frauenbereich, meinetwegen, aber der eher einer Besenkammer ähnelt als einem schön hergerichteten sakraler Raum. Es ist sowieso nicht, aber ein schön hergerichteter Raum, in dem man sein Gebet verrichten kann. Das sind zum Beispiel Diskussionen, die sind gerade für Muslime im Westen sehr relevant. Ein Muslim in Malaysia wird dieses Problem nicht haben, weil der wird das überhaupt nicht als solches erkennen, weil es dort gang und gäbe ist, dass Frauen in den gleichen Räumen beten wie Männer. Das ist sozusagen eine Tradition, die fortgeführt haben. Das ist in vielen westlich geprägten Gesellschaften, in denen sich Muslime befinden, eher anders. Das ist eher so ein Schutzraum vor Frauen, ganz oft, also wo man in Ruhe seinen Tee trinken kann und seine Gebete vollführen kann, ohne den Stress von der Familie sozusagen auch noch mitbekommen zu müssen. Ja, und das sind so Diskussionen, die wir aufgreifen wollen, weil wir sehen, da ist eine Schieflage, die auch aus einer rein religiösen Perspektive nicht unbedingt immer eine Berechtigung haben. Also es wird etwas als religiös dargestellt, was oft es aber gar nicht ist. Das ist sozusagen das, was wir in diesem Trailer sozusagen zeigen wollen. Den gibt es auch auf YouTube. Ich wurde vorhin auch schon mal gefragt, ob ich das Ganze nochmal online stellen werde. Ich werde das auch nochmal online stellen, sodass Sie sich den vielleicht auch nochmal angucken können. Das war es erstmal von mir. Ich habe hier noch so einen Teil mit Literatur, die ich benutzt habe, für die es interessiert. Ja, jetzt habe ich eine Stunde auch noch voll gekriegt.